Wir haben heute Abend das Thema Financial Fair Play und wir haben mit verschiedenen Akteuren auch geredet im Schweizer Eishockey, unter anderem auch mit dem Präsidenten vom HC Davos, mit dem Gaudenz Domenic, der uns noch mal ein bisschen seine Sicht der Dinge sagt. Wir haben schon seit ein paar Jahren in der Liga und der HCD war immer da dabei gewesen, ein System diskutiert, eben finanziell eine gewisse Fairness zu schaffen. Das heisst nicht, dass alle gleich viel Geld können ausgeben können, sondern es wird immer reichere und ärmere Klub geben. Aber es soll irgendwo in einer vernünftigen Bandbreite bleiben. Das ist eigentlich das Ziel und da gibt es Möglichkeiten, die wir sehen. Und das ist eine Art eben so ein System, wo man irgendwo eine Limite setzt und sagt, wer mehr ausgibt, der muss halt dann von diesen Mehrausgaben eine Art, hat das schon eine Luxussteuer genannt, oder er muss etwas einzahlen, wo dann an die Liga geht oder an alle geht, so dass es sehr teuer wird, wenn man dann wirklich massiv höhere Mannschaftsausgaben hat als andere Klubs. Und das soll eben die Schere ein bisschen zusammendrücken. Also wir reden hier von einer weichen Lohnobergrenze, wenn wir das mal vielleicht ein bisschen konkreter angehen können. Was heisst das für einen Club? Wie präsentiert sich die Situation auch jetzt im Schweizer Eishockey? Was haben die Clubs für Budget für ihre Mannschaften und was ist denn wirklich geplant? Wo will man diese Grenzen ansetzen, Thomas? Also ich glaube, ich muss mich korrigieren, Sven, aber jetzt reden wir irgendwo das tiefste Budget 5 Millionen und das höchste 13 Millionen. Und jetzt steht im Raum, dass man das diskutiert, dass man eben die 5 Millionen hat als Untergrenze, wo aber auch quasi das Kriterium ist für eine Mannschaft, die wir von unten raufkommen. Und die Obergrenze ist bei 9 Millionen. Ich persönlich finde das gut und da geht jetzt Domenic jetzt richtig gesagt. Das heisst ja nicht, dass du nicht mehr als 9 Millionen ausgeben darfst. Es soll aber so sein. Wenn eine Mannschaft 10,5 Millionen ausgibt, dann muss die Busse einfach richtig hoch sein, dass eben alle anderen, die sich daran halten, können partizipieren können. Oder beispielsweise, dass es eine Regelung ist, der am meisten Schweizer einsetzt, kommt auch noch ein Teil davon über. Aber ganz wichtig ist, dass die Busse eben nicht einfach nur 20'000 Franken ist, sondern dass man die zusätzlich budgetieren muss, wenn man beispielsweise in einer Saison unbedingt Meister werden will und weiss, dass die Obergrenzen eben nicht langen. Sven, du bist ein Gegner, das haben wir vor dem Spiel schon gemerkt, von dem Financial Fairplay, von dem geplanten Financial Fairplay. Machst du dir denn keine Sorgen, wenn es dann plötzlich einfach immer weitergeht und wirklich keine Grenze gegen oben gesetzt ist und eine gewisse Sicherheit wie auch verloren geht bei gewissen Clubs vielleicht? Ja gut, aber man muss sich ja auch die Frage stellen, wer setzt die Grenze? Kann man die Grenze nicht intern selber für sich setzen? Ich meine, ich kann auch nicht, als Club selber? Ja, ich kann nicht 5'000 Franken Ende Monat ausgezahlt bekommen als Lohn, und ich gehe für 5'500 jeden Monat einfach shoppen oder Zeug machen. Ich muss ja selber budgetieren. Und für mich ist es crazy, was man das muss, ich sage mal, so wie ein Blase schaffen, was schlussendlich eingehalten werden kann. Und wieder einfach, man sagt einfach 9 Millionen. Warum 9 Millionen? Jetzt muss man mal anfangen zu rechnen. Sagen wir mal, wenn eine Mannschaft bei fast 13 ist und jetzt muss sie auf 9 runter. Das ist 30% Cut. Was wenn? Sie muss ja nicht. Doch, sie muss doch. Nein, sie muss nicht runter. Ja, nein, aber es ist richtig, dass sie eine richtige Busse zahlt. Ja, aber warum muss man immer die... Sie nimmt sie an Kauf. Du redest jetzt einfach drin. Warum muss man einfach immer die pushen wollen, die Gas geben wollen? Warum das muss man Risiko dann auch selber tragen? Warum, ich meine, hast du das Gefühl, beim ZSC, der Präsident, der stört das, wenn er das Geld zahlt? Das macht er gern. Der Walter Frey, der will Erfolg. Das ist doch sensationell, wenn es Leute in diesem Land gibt, die sagen, wir wollen die Clubs investieren, wir wollen Erfolg haben. Und warum muss man die stoppen? Ich verstehe das nicht. Und was mich am allermeisten stört, ist die Diskussion, die man jetzt auch in den Medien hört, die Hockeyspieler verdienen zu viel. Erstens einmal die durchschnittlichen Zahlen, die man da liest. Die Hockeyspieler verdienen im Schnitt, auf Hockeyfans habe ich irgendetwas gelesen, 215'000 im Schnitt. Also, das ist so etwas von verzogen, weil wenn es dir 800'000 zahlt und ich 100 verdiene und der Thomas 100, ist der Schnitt bei 333, einverstanden? Ich bin aber meilenweit davon entfernt. Aber du als Agent kannst uns jetzt ja sagen, was ist denn der Durchschnittslohn in der Schweiz? Nein, du kannst den Durchschnittslohn, es ist eine völlige Verzerrung. Das kannst du gar nicht so anschauen. Weil es gibt einfach Ausreißer nach oben, die das extrem rausholen, aber berechtigt. Wenn einer eine Bombe ist in dieser Liga, soll er gezahlt werden. Und wenn ich sehe, was für ein Aufwand, was heutzutage muss gemacht werden, dass du die Liga kommst. Ich meine, jetzt sind wir mal ganz ehrlich.
es ist doch absolut legitim, wenn ein National League-Spieler, sagen wir jetzt, wenn der Schnitt so ist, wo er noch verzogen ist, würde 200'000 Franken verdienen. Hey, der muss, wo seit der 10 ist, du weißt das, seit du 10, wenn du 10 bist, musst du morgen 2-3 Mal in der Woche, hast du um 7 Uhr am Morgen 1 Stunde Eis. Nachher hast du 3 Mal in der Woche oder 4 Mal in der Woche sonst noch Training. Du hast jedes Woche 1-2 Spiele. Du hast alle Ferien, die du machst, investierst du ins Hockey. Die Eltern kurven deinem Zeug um bis hinten raus. Und nachher ist es nicht okay, wenn du Profi wirst, mit einem riesen Verletzungsrisiko, und nachher dann solltest du sagen, nein, der darf nicht mehr verdienen als der Bäckerei. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen schnaufen. Also wenn wir jetzt in der Arena wären, das will ich jetzt wirklich noch sagen. Ja. Die Mannschaft, die unbedingt will Schweizer Meister werden, die ist auch bereit, die Busse zu zahlen. Weil du sagst ja, es kommt nicht drauf an. Aber wieso willst du die Mannschaft bei vielen Clubs drauf an? Du kommst mir vor mit Polizist. Nein, es geht nicht um das. Mal, aber wieso musst du denn einen Bus zahlen? Wenn wir jetzt die 9 Millionen anschauen und einer hat 10,5 Millionen, die er investiert, dann weiss er ja offensichtlich, deklariert, er ist drüber und er muss einen Bus zahlen. Aber wieso muss er jetzt plötzlich einen Bus zahlen? Stopp, alle anderen, die nicht können, die vielleicht nicht einen Mäzen haben oder wie auch immer, die sollen dann von dem profitieren. Ich sage, sonst geht ja die Scherben noch weiter auseinander. Nein, aber ich sage, das hast du nicht begriffen. Clubs haben in den letzten Jahren, gerade ein Rapperswil, ein Langnau, die haben ja aufgeholt. Bist du einverstanden? Ja. Die haben sich enorm gut entwickelt. Und genau aus dem Grund, wie man musste. Jetzt machen wir oben ein Cap. Es ist ein Soft-Cap, aber es ist ein Cap. Wenn ich dir sage, Welse, du gehst momentan 8 Mal pro Woche ins Fitness, oder? Jetzt sage ich dir plötzlich, jetzt darfst du noch 5 Mal gehen. Bist du noch gleich gut oder gleich fit? Nein, wir müssen, glaube ich, abbrechen. Aber du hast langsam. Es. Wir müssen abbrechen.